Supertruck. Hallo, Steve. Hallo, Billy. Sieht so aus, als wärst du gerade rechtzeitig angekommen. Da sind eine ganze Menge Schlaglöcher, die repariert werden müssen in der Straße. Und wir wollen ja nicht, dass jemand einen Unfall baut. Wow, Billy. Das ist aber ein ganz schöner Haufen Schotter, der bewegt werden muss. Okay, du bist an der Reihe, Steve. Schauen wir mal, wie schön glatt du die Straße machen kannst, damit die Fahrzeuge wieder sicher drauf fahren können. Oh nein, Steve. Was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre etwas mit Steve nicht in Ordnung. Oh nein! Das hört sich nicht gut an. Ach, du armer Steve. Du hast wohl keinen Dampf mehr. Ich denke, du solltest repariert werden. Keine Sorge, Steve. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich holen. In der Zwischenzeit sollten wir Carl fragen, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Wir müssen diese Straße wieder heile bekommen, denn heute Abend wird hier wieder eine Menge los sein. Carl, aufwachen! Steve und Billy waren gerade dabei, eine Straße zu reparieren und Steves Walze ist kaputt gegangen. Kannst du helfen? Großartig! Dann wollen wir mal. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Hilfe, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Carl? Jawohl, das ist es, Carl. Eine Dampfwalze ist die perfekte Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Wow, Carl, du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du bist jetzt eine riesige Dampfwalze. Auf geht's! Hier sind wir auch schon. Okay, Steve. Supertruck kann jetzt übernehmen. Hier kommt Tom, er wird dich in die Werkstatt bringen. Tschüss, Steve. Und keine Sorge, wir werden die Arbeit für dich erledigen. Hier sind die Schlaglöcher, Supertruck. Wie du siehst, hat Billy sie schon mit Schotter gefüllt. So ist es richtig, Supertruck. Schön langsam und sorgfältig. Die Walze muss jede Beule und jede raue Stelle schön glatt machen. Steve, schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Schau, was für eine fantastische Arbeit Supertruck geleistet hat, während du repariert wurdest. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet. Danke, Billy.
Und Supertruck, richte bitte Karl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gebeten hat. Tschüss, Supertruck. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, Troy. Wie geht's dir? Bringst du Güter nach Car City? Troy, pass auf! Oh, geht's dir gut, Troy? Kannst du dich bewegen? Oh, oh. Diese Waren müssen auf jeden Fall heute geliefert werden. Oh. Du brauchst dringend Hilfe. Aber keine Sorge, Troy. Karl, der Transformer-Truck, kann einen Tag für dich einspringen. Er wird die Arbeit erledigen. Wow. Du wartest hier und ich hole Karl. Oh. Hey Karl, Troy, der Güterzug, braucht Hilfe beim Transportieren von Gütern. Kannst du ihm helfen? Großartig. Na, dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Triebwagen, ganz klar. Zeit, Karl zu transformieren. Der Wahnsinn! Schau dir diese Räder an! Wow, du siehst so anders aus! Perfekt! Du siehst fast aus wie Troy! Na, dann gehen wir mal auf die Suche nach Troy. Schau, Karl. Troy, der Güterzug, wartet auf uns. Also, Beeilung. Karl, als erstes müssen die Waggons auf die Schienen. Gut gemacht, Karl. Entspann dich, Troy. Karl wird alle Güter rechtzeitig abliefern. Hier ist auch schon der erste Bahnhof. Karl, schau! Da ist Tom!
Das läuft ja super, Karl. Auf geht's zur nächsten Station. Hey, da wartet ja Frank das Feuerwehrauto auf uns. Hallo, Frank. Hier ist dein Container. Jetzt aber auf zur letzten Station, Karl. Da ist ja Matt. Schau mal, Matt. Hier ist deine Fracht. Na also, die Arbeit ist geschafft. Vielen Dank, Karl. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Was ist los? Du siehst krank aus. Bist du in Ordnung? Du musst unbedingt eine Pause einlegen. Aber sie bauen doch gerade die neue Brücke. Sie brauchen deine Hilfe. Oh, schau nicht so betrübt, Ethan. Ist schon in Ordnung. Wir fragen Karl, den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Du machst Pause und ich hole ihn. Hey, Karl. Ethan ist krank heute und sie beginnen doch mit dem Bau der neuen Brücke und ohne ihn können sie nicht anfangen. Wir brauchen deine Hilfe. Hast du Zeit? Großartig, dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? Na klar, ein Kipplaster. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt! Du siehst fast so aus wie Ethan. Auf geht es zur Baustelle. Da gibt es eine Brücke zu bauen. Schau, Karl. Charlie, der Kran wartet schon. Also, diese Quader müssen auf die andere Seite bewegt werden, Karl. Das läuft ja super, Karl. Na, dann bring deine Ladung mal rüber. Oh, du weißt nicht genau, wo du sie abladen sollst, Karl? Keine Sorge, ich zeig dir wo. Auf geht's! Ja, gleich da vorne, die erste links. Siehst du da vorne?
Dort muss deine Ladung abgeladen werden. Es sind nur noch ein paar übrig. Das läuft ja wie am Schnürchen. Dann rückwärts ran und ausladen. Perfekt, Karl. Und wir sind fertig. Großartige Arbeit, Karl. Vielen Dank für deine Hilfe. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Bis bald. Hallo, Francis. Was ist passiert? Oh, oh. Eine deiner Gabeln ist kaputt. Wie willst du jetzt die Ladungen bewegen? Oh, du musst bis heute Abend fertig sein mit deiner Arbeit? Du brauchst definitiv Hilfe. Keine Sorge, Francis. Wir fragen Karl, den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Er wird sicher helfen. Du wartest hier, ich hole Karl. Hey, Karl! Aufwachen! Wir brauchen deine Hilfe! Aufwachen, Schlafmütze! Francis, der Gabelstapler, braucht deine Hilfe, um Dinge zu bewegen. Kommst du? Großartig! Auf geht's! In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Natürlich, in einen Gabelstapler. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Auf geht's, Karl! Die Ladefläche brauchst du nicht mehr. Hinten fehlt ein Gegengewicht. Jetzt der Stapler. Und zum Schluss die Gabeln. Perfekt. Du siehst fast so aus wie Francis. Auf geht's, suchen wir ihn. Schau, Karl. Francis, der Gabelstapler, wartet auf uns. Schau mal, Francis, wer da ist. Großartig. Na dann mal ran an die Arbeit. Großartig. Karl, lass mich dir zeigen, wo die Kästen hin sollen. Komm mit. Da vorne. Und jetzt links. Hier ist der Lagerbereich.
Ja, da sollen die Kästen hin. Gute Arbeit. Großartige Arbeit, Karl. Wir haben nur noch ein paar Kästen übrig. Das läuft ja super, Karl. Großartig, fast fertig. Die müssen alle hier abgeladen werden, Karl. Das machst du super. Na also, Arbeit erledigt. Vielen Dank, Karl. Das hast du großartig gemacht. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Bis später. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Sieht so aus, als würde heute ein toller Tag werden. Oh nein, Troy, das Gebäude brennt. Du hast recht, Troy. Wir müssen so schnell wie möglich nach Car City fahren und einen Freund um Hilfe bitten. Beeilung, wir brauchen schnell einen neuen Freund, Troy. Welcher könnte helfen, ein Feuer zu löschen, Troy? Wow, Troy. Gleich bist du soweit. Alles klar, Troy. Auf geht's. Als erstes müssen die Einzelteile ausgeladen werden. Haben wir nicht etwas vergessen, Troy? Aber natürlich, Troy. Wir brauchen einen Schlauch. Fantastisch, Troy. Das Feuerwehrauto nimmt Formen an. Hallo, Feuerwehrauto. Wir sind froh, dass du da bist. Wie ist dein Name? Frank? Willkommen in Car City, Frank. Troy, Franks Aufgabe ist es, Feuer zu löschen. Er ist sehr wichtig. Frank, wir haben eine Aufgabe für dich. Da ist ein Feuer in Car City und du musst es löschen. Beeilung, auf geht's! Mm.
Meinst du, du kannst den Brand löschen und das Gebäude retten? Benutze deinen Schlauch, um das Feuer zu löschen. Großartige Arbeit, Frank. Das Feuer ist schon fast gelöscht. Beeilung! Hinter dem Fenster sind immer noch Flammen, Frank. Wow! Großartige Arbeit, Frank. Das hast du wirklich toll gemacht. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Du siehst so aus, als hättest du heute eine Menge Spaß, Troy. Fährst du gerade zum Dorf? Du liebe Güte, Troy, im Dorf sieht es ja schrecklich aus. Überall liegt Müll. Gute Idee, Troy. Wir müssen zurück nach Car City und einen Freund um Hilfe bitten. Bist du schon aufgeregt, weil wir einen neuen Freund kennenlernen? Wir brauchen ein Fahrzeug, um den Müll einzusammeln. Welcher Container ist der richtige, Troy? Der hier sieht aus wie ein Müllauto. Perfekt! Es wird uns helfen, den Müll wegzuräumen. Nehmen wir ihn mit zum Bahnhof und setzen ihn zusammen. Alles fertig, Troy? Abfahrt! Zuerst müssen wir die Einzelteile ausladen. Fehlt da nicht noch etwas, Troy? Aber natürlich, Troy. Wir brauchen noch einen Stapler, um den Müll anzuheben. Gute Idee, Troy. Alles klar, Troy. Unser Müllauto nimmt die richtigen Formen an. Hallo, Müllauto. Schön, dich zu treffen. Wie ist dein Name? Gary?
Willkommen in Car City, Gary. Troy, Garys Aufgabe ist es, Müll aufzusammeln und wegzufahren. Hey. Er hält alles sauber. Troy hat recht, Gary. Wir haben die perfekte Aufgabe für dich. Im Dorf liegt überall Müll herum. Auf geht's! Meinst du, du kannst uns helfen, all den Müll einzusammeln, Gary? Benutz doch deinen Stapler, um die Säcke anzuheben. So ist es richtig. Großartige Arbeit, Gary. Die Straße sieht schon viel sauberer aus. Da ist noch eine letzte Tonne. Wow! Vielen Dank, Gary. Du hast großartige Arbeit geleistet. Tschüss, Gary. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns.